es sind 11, weil einen haben wir weggenommen, oder? Hier steht's ja, hier ist ja unsere Dokumentation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Moment, hier sind es 12? Fragezeichen? Also sind es doch 12 und ich habe mich nur verzählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, es sind 12. Gut, ihr habt gewonnen, ich hatte Unrecht. Egal. Die müssen jetzt wieder zurückgewandelt werden in einem Empfangsmodul. Aber jetzt werde ich auch mit bunter Wolle bauen. Das war bei der Bank unwichtig, aber jetzt muss ich mit bunter Wolle bauen, um die verschiedenen Teile zu bauen. Das Empfangsmodul ist das erste von allem. Es gibt insgesamt 3 Einheiten am Ende, aber kommen wir nachher zu. 3 Empfangsmodule, weil man ja 3 Banken anschließen soll. An den Server kann man am Ende 3 oder vielleicht 4, je nachdem wie groß das jetzt wird, anschließen. Das habe ich noch nicht entschieden. So, wir müssen einen Decoder bauen, der das Signal erstmal wieder zurückjagt in das, was es vorher mal war. Das machen wir mit Sand. Jetzt muss ich mal, ich muss spicken, weil ich gerade nicht, ich habe es gerade nicht auswendig. Ich will hier nichts Falsches bauen, dafür, dass es am Ende nachher kaputt ist. Tatsächlich mit Sand. Okay, dann ist das, stimmt das so. Dann stimmt alles so ganz wunderbar, wie ich es mir überlegt habe. Wir machen es mit Sand. Also, 12 Stellen brauchen wir. Buh, das wird viel. Also, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Gut, das sind unsere 12 Eingänge. Okay, nehmen wir mal so. Zack, zack, zack. Hier müssen Repeater hin. Ganz viele Repeater. Und ein zum Starten des Ganzen. Wir haben insgesamt 13 Signale, werden ja geschickt. Das hatten wir ja schon geklärt, das solltet ihr ja verstanden haben, ansonsten fängt diese Let's Play-Serie von vorne an. Wir haben ja schon geklärt, dass insgesamt, wenn alle eins sind und alles auf 1 gesendet wird, dann werden insgesamt 13 Signale verschickt. Weil das erste Signal ist ja ein Wake-up-Signal, was sagt, Achtung, jetzt gleich kommen Daten und diese Daten mögest du doch bitte empfangen, Wertemaschine. Okay, dann brauchen wir hier die Tanten. 12 Tanten, die wir hier hinsetzen. Okay. Dann brauchen wir Repeater Stufe 2. Ganz wichtig. Sonst wird der Spaß hier nicht funktionieren. Klebrige Kolben. So in den Boden gesetzt. Dann ein Blockmaterial da drauf gebaut. Wichtig ist, dass das Strom leitet. Redstone dahinter gesetzt. Ich kann mir jetzt für jedes einen neuen Jingle überlegen. Oder ich sage einfach Shift. Ja, okay. Das ist ein alter Gag. Dann nehmen wir Komparatoren. Und die Komparatoren erkunden das, was dann hier durch diese wunderbaren Repeater laufen soll. Und am Anfang aus dem Trichterspender hier kommt. Sollte so sein, ne? Okay. Das Ganze läuft am Ende wieder zurück in den Spender. Also müssen wir auch einmal kurz die Rückleitung bauen, was immer etwas länger dauert. Okay, das ist die Rückleitung. Ah, Moment, stopp. Ich habe es vergessen. Und zwar das Ich-bin-fertig-Signal. Das Ich-bin-fertig-Signal ist ja eigentlich hier. Das bedeutet, wenn der Ding anbietet, wenn dieser Dütz da angeht, dann heißt das, die Datenübertragung war erfolgreich. Jetzt müssen wir noch den Data-Input machen. Der ist an dieser Stelle gesetzt. Den setzen wir an diese Stelle. Der müsste theoretisch Strom überall drauf geben, ne? Tut er. Gut. Das ist jetzt quasi meine Daten-Input-Leitung. Und die muss jetzt, wie ihr euch ja schon richtig denkt, verbunden werden mit einer Bank. Das mache ich jetzt mal ganz provisorisch auf dem Boden. Ne? Ich mache mal Folgendes. Wir verbinden das Ganze mal. So. Das ist quasi jetzt die DSL-Leitung. Süßer Name, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14. Wunderbar. Das müsste jetzt hier alles ankommen, die Signale. Gut, dann brauchen wir ein RAM, ein kurzes RAM, welches, Moment, so, man geht hier runter. Das RAM kommt nicht so, sondern so und so und so hier hin, weil das ja auch noch irgendwie Strom braucht, das RAM. Und zwar Strom kriegt es von da und von da. Glaube ich zumindest, ja, tut es. Okay. Und der RAM-Output geht direkt zum Spender und aktiviert den Spender einmal. So. Ich glaube, das Testen machen wir gleich. Okay. Als nächstes brauchen wir normale Kolben, die wir hier hinsetzen. Einfach so hingesetzt, ganz einfach. Und genau, ich merke gerade, da soll kein Sand hin. Da darf kein Sand hin. Der Sand, der verlangsamt alles nur. Wir machen nochmal anders. Ich merke, es würde auch funktionieren, wenn wir Kolben benutzen, also normale Kolben benutzen und einen anderen Block draufpacken. Lampen könnte man nehmen, dann würde es zwar schön blinken, aber wir wollen nicht, dass es blinkt, weil dann laggt es erst recht. Wir nehmen jetzt grüne Wolle. Grün für Durchlass quasi an dieser Stelle. So, unser Modul wird weiterhin aus diesem Material hier gebaut. Die Trichterstraße sollte eigentlich komplett einmal bedeckt werden, dass da keine anderen Items reinfallen. Wenn da Items reinfallen, kann das nämlich zu erheblichen Fehlern führen, die wir nicht haben wollen. Vom Timing muss man auch nochmal gleich ein bisschen was einstellen. Es kann sein, dass das jetzt nicht beim ersten Mal funktionieren wird, weil das Timing wahrscheinlich grottig ist. Das muss man überprüfen. So, und der muss da reinlaufen. Okay. Hier sind quasi auch RAM-Zellen, die von hier, wo ich jetzt gerade baue, mit Strom gespiesen werden und später das Signal dann abfangen. Das heißt, die holen sich dann das Signum vom anderen Systeme. Das heißt, auch hier wieder nicht vergessen. Das Ganze muss auch am Ende resettet werden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Machen wir hier nicht den Spender, sondern den Repeater hin. Und jetzt muss das Signal noch hier runtergeleitet werden. Ah, das passt. Gut, das passt sogar sehr gut. Und am Ende haben wir nämlich hier eine Fackel, die den ganzen Saftstrom, dem ganzen Saftladen Strom gibt. Okay, und damit müsste das System fertig sein. Theoretisch. Glaube ich zumindest. Wir können es ausprobieren. Jetzt kommt natürlich wieder Redstone. Einmal hier, 63 mal hier und einmal einen ganz kurzen Durchlaufen, was ins Wort ist, um zu überprüfen, ob die alle richtig schalten. Aber wir sehen, die schalten alle richtig und hier oben können dann die RAM-Zellen rein. Die machen wir auch am besten so, wie wir sie definiert hatten. Wir haben gesagt, das erste ist 1, 2, 3, 4 Kunden-ID, dann und dann 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Passt. Falsch herum. Achtung! Das Signal ist andersherum. Ich habe es jetzt völlig falsch gemacht. Das Signal wird nämlich umgedreht hier. 1, 2, 3, 4 Kundenkartei, Modus und dann 1, 2, 3 und dann ist das hier der Datenstrom. Das ist wichtig, wo die Outputs sind. Das ist nämlich hier umgekehrt. Ihr seht, hier ist das andersherum. Ihr seht, hier ist der Orange da, dann das in die Richtung, hier ist das andersherum. Das ist jetzt, hat was mit zu tun, wie das System arbeitet. Im Endeffekt ist das aber egal, in welche Richtung wir das bauen. Okay, ich würde sagen, wir testen das mal aus. Wie testen wir das aus? Wir laden mal die Kundenkartei 1111, also die hier hinten, die laden wir einmal kurz. Zack, zack, Kundenkartei geladen. Und wir senden einfach mal die letzte Stelle. Okay, wir sehen, das ist ein bisschen vom Timing noch daneben. Also müssen wir hier noch ein bisschen Verzögerung reinbauen. Indem ich den hier mal auf volle Stufe stelle. Doch, auf volle Stufe. Das müsste vielleicht funktionieren. Also wir senden das gleich nochmal. Die Kundenkartei, also 111 und dann alles 0 und das letzte ist auch wieder 1. Das müsste das sein, was ankommen sollte. Ach, ich habe vergessen zu resetten. Ich, Idiot. Es wird jetzt nichts ankommen, weil es noch nicht resettet hat. Okay, und ich resette. Zack, System wurde resettet. Also nochmal, wir senden Kundenkartei und letztes Symbolus. Jetzt wird der vorletzte angehen, ne?
Mit anderen Worten, das System ist zu voreilig. Auch gut. Dann können wir jetzt einfach den hier umlegen. Einen Block weiter nach dort. Und gucken, ob das System jetzt zur Satisfaktion handelt. Ja, wir resetten nochmal alles. Und schalten das System wieder auf GigaGo. Moment, es lädt noch. Und jetzt wieder senden wir was über die wunderbare Letzte-Leitung. Und wir sehen. Jetzt klappt's. Wir sehen, jetzt hat es richtig gesendet. Jetzt hat es genau das gesendet, was es senden sollte. Ne? Okay, das wurde erfolgreich gesendet und ist erfolgreich hier angekommen. Und jetzt wird dieses Signal hier nach unten geleitet. Das wird jetzt einfach nur ein Bauspaß werden, das zu bauen. Das muss nämlich gleich einmal kurz durchgelassen werden. Das Durchlassen ist ganz einfach zu realisieren, aber das schauen wir uns gleich an. Also wir sehen, das funktioniert. Es soll sich natürlich auch wieder automatisch resetten, das System, wenn es gerade nicht gebraucht wird. Aber wir sehen, die Datenübertragung erfolgt schon mal korrekt. Das heißt, es werden korrekt Daten übertragen. Und die müssen gleich noch aufgefangen werden und kurzzeitig abgelegt werden auf dem System. Das wäre dann das nächste, was wir versuchen zu bauen. Das quasi Kurzzeitarbeitsspeicher, ich nenne es mal Cache, in dem die Daten für einen Moment abgelegt werden, um sie anschließend zu verarbeiten können. So. Jetzt müssen wir quasi hier ein kleines Durchlasssperre bauen, die am besten im gleichen Moment schaltet. Durchlasssperren kann man eigentlich ganz einfach mit Kolben simulieren. Zunächst einmal machen wir mit Lampen, zeigen wir, dass hier was angekommen ist. Das heißt, die Lampen, die zeigen an, dass Daten angekommen sind und die Lampen zeigen an, welche Daten angekommen sind. Es läuft doch recht schnell, das System, muss ich sagen. Schnell, flüssig und gut und zuverlässig hoffentlich auch. Gut, hier wird der Kram kommen, der das Signal dann durchlässt. Wir müssen gar nicht so in die Höhe gehen, oder? Ist auch egal, wie hoch wir sind, ne? Ist egal, wie hoch wir sind. Der Server wird ziemlich groß werden. Das kann ich euch jetzt schon mal garantieren. Diese ganze schöne Fläche können wir uns. Aber egal, der Server, wo ihr den später hinpackt in eurer Welt, ist ja egal. Ihr könnt ihn ja ganz weit in den Untergrund packen. Muss ja kein Mensch dran. Da habt ihr ja so viel Platz, wie ihr nur wollt in Minecraft. Also theoretisch könnte ich jetzt von hier unten sowas machen. Was ich sogar anbieten würde, weil das ist ein bisschen leichter, so viele Kolben dann zu schalten. Oder? Ist das eine gute Idee? Ich glaube ja. Nein, ist es nicht. Doch ist es, aber ich darf so aufpassen, dass ich hier keinen Mist mache. Ich schalte die Kolben lieber von unten. Ich habe es lieber, wenn die von unten geschaltet sind, als wenn ich die von oben schalte. Weil ich weiß, dass die von oben Mist machen werden. Na. Ich mache von oben erstmal Mist, das ist auch gut. Oh, Leute. Das tut ihr mir jetzt nicht ernsthaft an. Das ist so aufwendig zu bauen ist, hätte ich ja nicht gedacht. Ja. Okay, dann reißen wir das alles ab und ich merke, mein Mikrofon ist die ganze Zeit ziemlich leise eingestellt. Ich drehe es mal ein bisschen höher, nicht zu viel hochdrehen, damit meine Stimme nicht zu laut ist. Ich glaube aber, so geht das, ne? Ja. Okay, Entschuldigung. Ich kann das so, wird wahrscheinlich schwer sein, das im Nachhinein gut zu pegeln. Das heißt, ich freue mich schon auf eure Kommentare. Mein Mikrofon war schlecht eingestellt. Ah, egal. So, sieht doch gut aus. Und hier Redstone unterleiten. Der Redstone, der geht mich jetzt rüber in das zweite Modul. Den Anschluss machen wir dann hier später. Das Modul, was dann kurzzeitig alles festhält. Also, Redstone hier hochlegen und hier runterlegen, um ihn anschließend wieder hochzulegen, um ihn dann herunterzulegen, worauf der Redstone wieder nach oben gelegt werden möchte, um ihn anschließend wieder nach unten. Das Leben ist ein Rauf und Runter, ist das nicht herrlich? Das ist ganz herrlich. Wichtig ist, dass das Signal relativ gleichzeitig durchgelassen wird. Dann können wir das System nicht optimieren und schneller machen. Das ist das Wichtigste. Schnelligkeit! Sonst könnten wir es auch einfach mit Minecart machen. Minecart mit IMS-System. Das IMS läuft zum Hauptserver und... Ach, nee, vergesst es. Fürchterliche Idee. Okay, also,
Dann können wir hier Folgendes machen. Jetzt müssen wir natürlich zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Und wir müssen hier wieder mehr Redstone hinpacken und das Ganze erweitern. Okay. Auf der Seite geht das Signal rein und wenn das da reingeht, lässt es das einmal durch und kurze Zeit später resettet es den ganzen Spaß hier. Also Reset Carrier ist hier und ein Repeaterlänge weiter löscht es das Ganze und dann machen wir nochmal hier Folgendes und Folgendes. Okay, und machen wir hier einen Output, der dann...